den Sensor zu kalibrieren, gehen wir auf das Calibration Tool, wählen die Zweipunktkalibrierung aus und sagen, wir wollen die Linearisierungsparameter zurücksetzen, damit eine vorhergehende Linearisierung jetzt nicht unsere Zweipunktkalibrierung durcheinander bringt. Ganz oben im ersten Abschnitt gibt es Einstellungen zur Temperaturkompensation. Das können wir hier jetzt nochmal ignorieren. Auf der rechten Seite gibt es Einstellungen zum Clampingverhalten. Wir wählen jetzt 10 und 90% mal einfach aus. Im zweiten Abschnitt sollen wir das Ausgangsverhalten nach der Zweipunktkalibrierung definieren. Scale Min und Scale Max werden für die anschließende Linearisierung benötigt. Ich lasse das jetzt mal auf Default und Out Min von 10% und Out Max von 90%. Auch damit bin ich zufrieden. Also starte ich meine Kalibrierung. Jetzt sollen wir zum ersten Kalibrierungspunkt fahren. Das mache ich auch. Bei unserem Demo-Modul bewege ich den Magneten auf minus 10, auf den ersten Kalibrierungspunkt, klick Calibration Point 1. Jetzt sollen wir zum zweiten Kalibrierungspunkt fahren und da bewege ich jetzt den Magneten auf 10 und klicke auf Calibration Point 2. Jetzt haben wir die beiden Kalibrierungspunkte ausgelesen. Der erste Punkt soll 10% ergeben, der zweite Punkt soll 90% ergeben. Ich klicke auf Calculate Signal Path. Hier unten habe ich jetzt den fertig berechneten Signalpfad. Was jetzt die einzelnen Register speziell bedeuten, das kann man im User Manual nachlesen. Mit einem Klick auf Write Signal Path ist meine Zweipunktkalibrierung beendet. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich am ersten Punkt 10% und am zweiten 90% habe. Sehe ich schon gleich, der zweite Punkt, den wir als zweites angefahren haben, 90%. Bei 0 haben wir 50% und jetzt bei minus 10 haben wir 10% Ausgangsverhalten. Haben wir jetzt auch überprüft. Die Zweipunktkalibrierung mit 10 und 90% ist erfolgreich abgeschlossen. Micronas. Managed by people, powered by ideas.